fuck with. Glück auf Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren geschmeidigen Video hier auf meinem Channel. Oh mein Gott, Blacky, dich gibt's ja auch noch. Ja, Leute, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich eine Karriere als Elotrick starten, so ein Dreivierteljahr mal lang nichts machen und dann einfach wieder zurückkommen, aber das Ganze denke ich, lasse ich lieber. Nein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr nehmt euch irgendwie vor, nehmt was auf oder geht da und dahin und dann kommt euch irgendwas immer dazwischen. Und das war jetzt in letzter Zeit wirklich extrem oft der Fall, dass ich einfach irgendwas anderes dann noch zu erledigen hatte, was wichtigerweise ist, das Video aufzunehmen. Natürlich ist ein Video aufnehmen für euch eigentlich das Wichtigste, aber es gibt halt doch noch so private Sachen, die ein bisschen wichtiger sind. Und ich bin einfach überhaupt nicht dazu gekommen. Ich habe dann jetzt noch ein paar neue Sachen bekommen hier für mein Gaming-Zimmer. Man musste das Ganze erstmal umbauen und das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet, weil ich dann nicht wusste, wie ich das Ganze stelle, so dass das alles optimal passt, auch dann später für Stream und so weiter. Und ich habe dann einfach keine wirkliche Zeit gefunden, ein Video aufzunehmen, aber jetzt bin ich ja wieder da. Diese Woche ist nur mein Schwiegerdad da, da habe ich jetzt nicht ganz so viel Zeit, aber dann werde ich wieder aktiv Videos produzieren und vor allen Dingen auch streamen. Das habe ich jetzt fast komplett eingerichtet in der Zeit, wo ich jetzt inaktiv auf YouTube war. Und ja, ich freue mich einfach mega. Was natürlich auch noch dazu kommt, Leute, ich bin total Black Ops 3 verfallen. Ich bin ehrlich, es macht mir einfach richtig Bock. Na? Das Spiel hat zwar seine Ecken und Kanten, wo ich mir manchmal denke, ey, fick dich doch. Oder am liebsten Monitor zum Fenster rausschmeißen oder sonst irgendwas. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es einfach Spaß macht. Liegt vielleicht auch daran, dass es viele aus der Community zocken, was jetzt so bei AW und Ghost nicht unbedingt der Fall gewesen ist. Ich saß schon, keine Ahnung, wie oft im TS mit ein paar Kollegen, zum Beispiel Magic und so weiter, saßen wir bis nachts 3, 4 Uhr und haben gezockt. Das war früher nie der Fall, weil wir eigentlich gar keine Motivation hatten, das so lange zu zocken. Und es macht wirklich echt Bock. Auch wenn ich die Maps manchmal teilweise 4, 5 Mal ineinander spiele. Sie machen einfach Spaß, die Maps sind echt gut. Es macht unheimlich viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Auch wenn jetzt letztes Wochenende, wo Double XP war, die Lobbys für mich unspielbar gewesen sind oder fast unspielbar. Ich habe es trotzdem irgendwie gespielt und es macht einfach Spaß. Und genau das habe ich mir eigentlich gewünscht. Ich weiß nicht, ein oder andere hat vielleicht das Video gesehen. Ich hatte das schon mal erwähnt, dass ich mir einfach wünsche, dass die Community wieder zurück zu dem Spiel findet, es spielt. Und was ich halt auch extrem gut finde, dass es doch so schwierig ist, den Nuklear und so weiter zu erspielen. Ich hatte schon einige Fails, leider, aber ich habe es noch nicht geschafft. Aber es ist auch nicht schlimm, weil es macht trotzdem Spaß. Und ich finde es auch cool, wenn jetzt nicht so übelst krassen Gameplays direkt kommen, dass vielleicht die Community mal wieder so ein bisschen auf den YouTuber zurückgeht. Vielleicht auch, ja, normale Gameplays, die vielleicht gegen gute Gegner erspielt worden sind, bisschen mehr akzeptieren als irgendwelche Triple und Double und Quad und keine Ahnung was. Weil ich finde, das ist nicht Sinn des Spiels, aber das muss auch jeder selber wissen. Mir macht es auf jeden Fall mega viel Spaß und wir werden demnächst so ein paar Projekte starten. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich hatte auch viele gute Ideen bekommen unter das eine Video, wo ich euch gefragt habe, was wollt ihr denn so ein bisschen sehen? Ich werde das jetzt versuchen, nach und nach umzusetzen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich wollte mich erstmal bloß wieder zurückmelden. Jetzt erstmal noch eine Woche mit meinem Schwiegerdad, der hat extra 600 Kilometer zu uns gefahren, so eine Runde chillen und dann, ja, geht's wieder voll in die Ganzen. Und ich würde sagen, das soll es auch mit dem Video schon gewesen sein. Ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig, lock auf lock, ich von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black Imus. Pssch.